Herzlich willkommen auf meinem Astrologie-Kanal. Mein Name ist Silke Schäfer, Profi-Astrologin, Autorin und Mentorin mit eigener Community. So, wie ging es dir denn jetzt während der letzten 7 Wochen mit dem wilden Ritt? Wir hatten in dem Moment, wo die Sonne am 23. Oktober 2023 das Skorpionzeichen erreicht hat, von dem Moment an hatten wir jetzt für 7 Wochen lang eine Konjunktion zwischen Sonne und Mars. Das sind 2 männliche Prinzipien, die sich in einer Konjunktion und wenn sie auch noch so lange geht, miteinander sehr stark potenzieren. Konjunktionen sind immer sehr starke Verstärkungen dieser Energie. Und das im Zeichen Skorpion ist keine einfache Sache gewesen, weil es geht natürlich anderen auch so, weil diese Informationen kommen ja direkt aus dem Kosmos zu uns, durch uns, hinein in unsere Felder. Und es liegt dabei immer an uns, wie wir damit umgehen, wie wir diese Kraft dann führen können. Und wir hatten in dieser Phase eine heiße Zeit zwischen dem 11. und dem 18. November, wo beide miteinander im Skorpionzeichen auch noch dem Uranus gegenüberstanden, dem Systemsprenger. Und Uranus ist eine sogenannte seismische Kraft, eine elektrische Kraft, eine überraschende Energie, eine geistige Information, die aus den höheren Sphären kommt. Uranus hat immer mit der sogenannten universellen Intelligenz zu tun und hat mit dem Aufbruch, Aufbrechen und Durchbrechen von alten Formen und Strukturen zu tun. Und in dieser Woche zwischen dem 11. und dem 18. November war diese Spannung sehr, sehr hoch. Und wir hatten in der Zeit ja einige Erdbeben, insbesondere das auf Island. Was hatte ich gelesen? Ich war ja in der Zeit ohne Internet in Südafrika. Aber wir hatten dort in dieser Zeit unglaublich viele Schwarmbeben in Island ab dem 25. Oktober und fast 29.000 Erdbeben in Island. Und das stärkste Beben am 9.11.2023 auf der Richterskala von 5. Und heute jetzt, wo ich das hier aufnehme, am 10.12. Vulkanausbruch in Japan. Also die Mutter Erde bebt und Mutter Erde sprengt vieles frei. Und Mutter Erde bewegt sich. Auch Uranus im Stierzeichen, das ist der Inbegriff auch von der Veränderung unserer Strukturen, von der Änderung auch unserer Werte. Und wenn solche heftigen Konstellationen wie bei einer Flut plötzlich so zu zusammenkommen und Uranus den Stier aktivieren, kann natürlich die Erde entsprechend dann reagieren. Muss nicht, aber es ist immer auch ein Ventil, weil Mutter Erde, unsere Mama Gaia, ist auch im Aufstiegsprozess, wie alle anderen Planeten und Wesenheiten auch. Wir sind also nicht allein in diesem Prozess. Ich würde jetzt gerne einfach dazu einladen, jetzt mit dem Abschluss dieser Challenge, mit dem Neumond im Schützezeichen am 13. Dezember 2023 etwas zu reflektieren über diese Challenge, über diese, oder wenn du sie vielleicht auch nicht direkt mitgemacht hast, einfach über diese Zeit reflektieren seit dem 23. Oktober bis jetzt. Was hat dich verändert? Was ist in dir freigesprengt worden? Was hat sich plötzlich, Uranus, plötzlich zu neuen Handlungen motiviert? Diese Kraft gilt es ja zu führen, ja mit Sonne und Mars, das sind Kräfte, die wollen vorwärts gehen und entweder gehst du selber vorwärts mit deinem eigenen kleinen Willen, der sich durchdrücken will, egal was ist, was meistens nicht so gesund ist und auch nicht unbedingt erfolgreich, oder du wirst den Willen von anderen erfahren, das wäre auch so eine Phase gewesen jetzt, oder der dritte Pol, die dritte Möglichkeit ist natürlich dann immer die angenehmste oder die schönste oder die bewussteste, wenn du diese Kraft intrinsisch von innen heraus gefühlt hast, fühlen konntest und dann auch von innen heraus in dem Moment in Aktion getreten bist, wo die Kräfte des Universums, das sehen wir im Horoskop, wo die Kräfte des Universums durch dich diesen Impuls gesetzt haben und du hast ihn aufnehmen können, nicht aus dem kleinen Denken heraus, sondern aus dem Fühlen, dass da eine Kraft wirkt, eine kosmische Kraft, ich nenne es ja auch diesen kosmischen Rückenwind, der einiges freigesprengt hat im Bewusstsein. Weil jetzt sind wir auf der Zielgeraden Richtung 2024. Und über das 2024 werde ich ein bisschen schon erzählen an der nächsten Wintersonnenwende. Ich lade herzlich ein zum
21. Dezember abends um 20 Uhr per Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal. Nehmt gerne alle Freunde und Bekannte und eure Haustiere alle mit rein in dieses Treffen. Ich weiß, es werden sehr viele Treffen natürlich an diesem 21. Dezember veranstaltet werden, weil die Sonnenwende und bei uns auf der nördlichen Hemisphäre die Wintersonnenwende ist ein gigantisch kraftvolles Portal. Also da werden Lichtströme geöffnet. Darüber werde ich dann zum Livestream etwas mehr erzählen. Aber ich möchte gerne das oder euch dazu einladen, bis dorthin, bis zu dieser Wintersonnenwende am 21. Dezember zu reflektieren. Was hat dich verändert in diesen letzten 7 Wochen? Was kam neu in dein Feld? Was hat dich begeistert? Was hat dich neu motiviert? Wo bist du in deine Kraft immer mehr gekommen? Was hast du Neues in dir entdeckt? Und was darf so langsam aus deinem System herausgehen? Was verblasst in deinem Feld? Wenn etwas verblasst, ist es erfüllt, ist die Thematik nicht mehr so im Fokus. Wenn du deine Schwingung änderst, wenn du das Bewusstsein erhöhst mit jedem Aha-Moment und mit jeder Erkenntnis, dein Bewusstsein erhöhst, gibt es immer auch Themen, die dann anfangen, nicht mehr so interessant zu sein und verblassen. Sie verblassen in deiner Aura und nehmen immer mehr Abstand und sind irgendwann nachher einfach nicht mehr da. Das heißt, das Know-how, was du geschöpft hast, das bleibt. Die Essenz bleibt immer. Und die wird ja auch nicht nur für dich geschöpft, sondern die Essenz schöpfen wir immer für das ganze Universum. Aber das, was dich nicht mehr so interessiert, weil du neue Erkenntnisse gewonnen hast, das tritt immer mehr in den Hintergrund. Und das kann ein Hobby sein, was nicht mehr so attraktiv ist. Das können Beziehungen sein, Freundschaften sein, die nicht mehr so wichtig sind wie früher. Das können einfach ganz neue Interessen sein, die sich öffnen. Und deswegen lade ich herzlich ein, zu reflektieren. Und wir wollen gerne zur Wintersonnenwende am 21. Dezember im Livestream direkt, wo wir auch meditieren werden zur Musik von Moritz Schneider, dass wir dort uns all dessen entledigen, was wir nicht mehr mitnehmen wollen und nicht mehr mitnehmen brauchen, in das neue Jahr, auf diese neue Reise ins 2024, das so ganz anders werden wird als alles, was wir bisher kannten. Wie gesagt, ich werde dazu dann etwas ausführlicher berichten, auch so über die Schwerpunkte von 2024. Am 21. Dezember und am 26. Dezember haben wir dann auch noch einen Vollmond, den ich auch durchführen werde, wie immer als Livestream, als Weihnachtsvollmond-Livestream. Und für diejenigen, die noch tiefer einsteigen mögen in die Qualität des Jahres 2024, sei jetzt schon gesagt, dass ich am 13. Januar nächsten Jahres in Zürich eine Veranstaltung durchführe, wo wir uns live treffen werden, uns vernetzen und das Wir sind viele singen werden. Und auch gleichzeitig kann auch der Vortrag für diese Perspektiven 2024 per Livestream gebucht werden. Deswegen, es kumuliert sich jetzt in diese Richtung, dass wir das 2023 definitiv jetzt bereits hinter uns lassen können. Also das mitnehmen, was dir gut getan hat, selbstverständlich. Und das verabschieden, was jetzt in diese Herbst-Challenge was jetzt während der Herbst-Challenge neu hinzugekommen ist und das Alte, was wir nicht mehr mitnehmen brauchen, das können wir dann zurücklassen. Also diese Challenge am 23. Oktober, da hat diese Konjunktion für 7 Wochen ja dann in unser Feld gespült und diese Zeit, dass da einiges freigesprengt wurde, auch in deinem Feld, das ist jetzt, sag mal so, der schwere Brocken ist vorbei. Es wird leichter. Und gerade jetzt in diesen Wochen noch vor Weihnachten haben wir eine unglaublich schöne Konstellation oben am Himmel, diesen großen Drachen. Schaut gerne auch rein auf Telegram. Ich begleite das dort auch immer wieder auch mit Grafiken, sodass man sich leichter orientieren kann. Diese Challenge beinhaltete Entschlossenheit, radikale Ehrlichkeit, dann deine 3 Minuten mit deinem geistigen Team auf der Bettkante, jeden Tag eine gute Tat und Dankbarkeit. Und ich hatte im letzten Video jetzt noch
dazu gegeben, achte auf die Zeichen. Und ich weiß nicht, ob es dir gelungen ist, aber dieses Achte auf die Zeichen ist jetzt etwas unglaublich Wichtiges, weil auf die Zeichen können wir dann achten, wenn wir sensitiver sind und wenn wir uns loslösen von der Identifikation mit einer Form oder mit einer vorgefertigten Meinung, dass wir gar keine Zeichen sehen, weil sie sind gar nicht auf unserem Bildschirm. Achte bitte weiterhin auf die Zeichen. Und du wirst verstehen, wenn du im Laufe der nächsten Zeit, wo wir jetzt hinüberwechseln, hinübergleiten, floaten in das Jahr 2024, wirst du bemerken, dass dieses auf die Zeichen achten essentiell wird für den weiteren Weg. Vielleicht war das immer schon auf deinem Bildschirm, vielleicht ist das ganz neu in dein Feld hineingekommen, dieses Achte auf die Zeichen. Mir haben viele Leute geschrieben und ich bin sehr, sehr dankbar, auch über die Kommentare jetzt unter den Videos, auch schreibt gerne auch unter diesem Video bitte auch noch eure Essenz dieser Challenge, dass wir das miteinander teilen können unter dem Video. Die Regeln, die für das Kommentieren einzuhalten sind, das seht ihr unten im Lauftext. Aber ihr könnt sehr gerne eure Erfahrung dort niederschreiben, sodass alle mitlesen können und dass wir auch gegenseitig das bestätigen können. Und vielleicht auch, dass der ein oder andere etwas hineinschreibt und erfahren hat, was jemand anders wiederum gar nicht so in Worte fassen konnte, aber auch erfahren hat, weil wir haben hier eine kollektive Kraft mobilisiert durch unsere Fokus, ja, eine kollektive Kraft, Sonne-Mars-Konjunktion gegenüber von Uranus, was jetzt viele, viele Menschen auf dem Bildschirm hatten und auf dem Bildschirm meine ich auf dem inneren Bildschirm und diese Erfahrung lasst uns gerne teilen. Und dann können wir sie zur Wintersonnenwende verabschieden. Ich möchte gerne noch etwas vorlesen, stellvertretend für sehr viele Zuschriften, die wir bekommen hatten von Christa Bremer. Mein Leben durfte in diesem Zeitraum noch mehr Tiefe erfahren. Mich am Morgen mit meinem geistigen Team zu verbinden, war eine ganz besonders wundervolle Erfahrung. Ich habe mich bereits seit vielen Jahren mit meinen Freunden täglich unterhalten und immer einen Dank ausgesprochen, wenn ich spürte, da habe ich einen brillanten Impuls erhalten. Mit dieser Challenge war es anders. Ich habe so viele herzige Geschenke erhalten. Auch bin ich manchmal still und demütig geworden, weil es teils so unglaublich war. Zudem anderen eine Freude zu bereiten, war mit jedem Tag ein Bedürfnis der guten Tat. Ich weiß, dass diese täglichen Ziele auch weiterhin in mein Leben einfließen werden. Vielen Dank, liebe Christa, und vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, weil diese Erfahrung, gerade für 7 Wochen lang sich zu konzentrieren auf 5 respektive 6 wichtige Punkte, sich wirklich zu konzentrieren, baut eine neue Frequenz auf. Es baut in dir eine neue Frequenz auf mit den Themen, mit denen wir in Kontakt gegangen sind und insbesondere natürlich mit dem geistigen Team, es sich bewusst zu machen, dass wir nicht allein unterwegs sind und dass wir eben auch selbst ja nicht nur Mensch sind, sondern wir sind in erster Linie Seele. Und auf der Seelenebene sind wir immer in Kontakt mit dem geistigen Team oder eben auch mit dem höheren Selbst. Wir können beides immer anrufen. Wenn du etwas abstrahieren möchtest, bleibe beim höheren Selbst, wenn du mit dem geistigen Team zusammenarbeiten magst und dich dort unterstützen lassen magst, was aus der geistigen, aus der spirituellen Dimension zu dir kommen möchte, damit du deinen nächsten Schritt gehen kannst. Und der ist nicht nur für dich, sondern immer für uns alle. Dann bleibe sehr gerne bei dieser Kontaktaufnahme und dieser Bereitschaft, sich gegenüber den Botschaften des geistigen Teams und auch des höheren Selbstes zu öffnen. Also, achte auf die Zeichen, wird jetzt sehr, sehr wichtig werden im 2024, weil wir haben dann eine Konstellation von Neptun, der jetzt am 6. Dezember seine Richtung gedreht hat und ist jetzt in den letzten Gradbereichen vom Zeichen Fische. Neptun in seinem eigenen Zeichen verweilt dort noch im nächsten Jahr, im 2024, wird aber dann so nah an die kosmische Spalte herankommen, aber auf 29 Grad Fische und dann nochmal kurz wieder zurückfahren. Aber diese Kombination Neptun im Einzugsbereich der kosmischen Spalte
der Grat zwischen Fische und Widder, diese eine Grat auf beide Seiten, dort fließen unglaublich hochschwingende Informationen ein und wir können sie erfassen. Die Neptun-Energie können wir nicht über den Kopf erfassen, sondern können wir erfassen, indem wir uns bereit erklären, mit dem geistigen Team und dem höheren Selbst in Kommunikation zu sein, also zu empfangen. Und diese Kraft, ja, diese Frequenzen finden ihre Höhepunktphase zwischen Mai und August 2024. Und dann ist Neptun ja auch noch das ganze 2024 über in einem Quadrataspekt zum galaktischen Zentrum. Also diese Challenge möchte ich jetzt eben auch auflösen, war ja nicht einfach nur so, dass ich sage, mach doch mal mit, sondern es war eine ganz bewusste Übung, dass du sensitiver wirst und dich einschwingen magst auf die Kommunikation mit den geistigen Dimensionen. Und das ist das, was die nächsten Jahre immer wichtiger wird. Und je mehr geistige Informationen, desto weniger Ego. Es geht aber immer wieder darum, auch das auszubalancieren, ja, dass das Ego geführt wird. Das ist immer der Punkt. Und nicht, dass das Ego die Führung übernimmt, weil dann sind wir nicht in Kontakt mit unseren Guides, mit dem Spirit. Achte also gerne auf die Zeichen und du wirst erfahren und dich wundern, dass das Universum mit so vielen Zeichen ständig immer wieder mit uns kommuniziert. Ich musste gerade vorhin lachen, wo ich bei uns am Backofen heute Morgen die Uhrzeit 11.11 Uhr gesehen hatte. Dachte ich, ah, 11.11 Uhr, wieder so ein Zeichen. Ja. Die Zeichen sind überall. Also ich lade dich herzlich ein, bleibe dran. Bleibe dran, die Zeichen zu lesen. Ich war jetzt auch ja zwischendurch in Ferien in Südafrika. Wir waren draußen im Buschland ohne Internet und ohne Handy. Ich weiß also nicht, was in der Welt passiert. Ich hatte nur gehört, dass Deutschland da ein ziemliches Finanzdebakel produziert hat. Und übrigens Deutschland, da hatte ich euch auch schon einmal das Horoskop gezeigt. Ich verlinke gerne nochmal unten das Video dazu. Im Staatshoroskop von Deutschland sehen wir eine Sonne im Zeichen Waage und Waage ist im Moment der absteigende Mondknoten und der aufsteigende geht in das Zeichen Widder. Das heißt, da ist einiges jetzt angesagt im Zusammenhang mit der Regierung, weil die Sonne bildet im Staatshoroskop immer die Regierungsmitglieder ab. Und da wird einiges wohl jetzt nicht mehr ganz in dem Sinne, wie es bisher gelebt wurde, weitergezogen werden können innerhalb des nächsten Jahres 2024. Also noch ganz kurz zu den Zeichen. Ich war im Buschland in Südafrika und es war sehr, sehr eindrücklich und sehr berührend zu sehen, wie auch dort die Schamaninnen sehr, sehr klar mit den Zeichen arbeiten, mit den Utensilien, die sie benutzen, um dann in diesen Utensilien zu lesen. Und mir sagte auch der eine, we believe in witchcraft in Südafrika. Also man glaubt an die Kraft der weisen Frauen, nannte sie auch die Hexen. Und diese Zeichen zu lesen ist etwas ganz Sensitives und ganz was Wichtiges, was jetzt in dieser Zeit wichtiger wird im 2024. Also der Neumond vom 13. Dezember, jetzt im Zeichen Schütze, ist die neue Schwingung, die uns aufatmen lässt, ja, in Richtung neue Ziele. Auf zu neuen Zielen, auf zu neuen Visionen. Schütze ist ein Feuerzeichen und die Symbolik ist ein Pfeil, der von links unten nach rechts oben zielt, also sozusagen in die Zukunft. Und diese Frequenz jetzt mit dem Neumond auf 20 Grad Schütze am 13. November ist sehr, am 13. Dezember ist eine sehr kraftvolle Energie, weil der Mars natürlich schon auch noch drin ist, jetzt ja die Energie Impulse zu setzen, Visionen zu erhalten. Also das eine ist die Zeichen zu lesen, das andere ist Visionen zu erhalten. Bitte achte drauf und schau in dein Horoskop, wo, in welchem Haus findest du die 20 Grad Schütze. 20 Grad Schütze in dem Haus, in das es hinein zeigt. Dort in diesem Hausbereich gehen
sozusagen die Visionen auf in deine neue Lebensrichtung. Und das hat natürlich auch mit dem Jahr 2024 zu tun. Also von den 12 Häusern, schau, eines von diesen 12 Häusern ist das, wo jetzt im Moment der kosmische Fokus dich hinführt. Ja, wenn du es fühlen kannst, wenn du es zulassen kannst, wenn du keine vorgefertigte Meinung hast, sondern wenn du mal offen bist, ja, für neue Informationen, die sich auch als Bild vor deinem inneren Auge zeigen können und in Form von Visionen da sind. Und das ist gar nicht kompliziert. Und da musst du auch gar nicht irgendwie mal irgendwo einen Kurs machen oder auf Visionssuche gehen, sondern einfach in Bereitschaft sein. In Bereitschaft. Sag immer, stay as an open invitation, ja, sei wie eine offene Einladung gegenüber den allerhöchsten Schwingungen des Kosmos, dass du das, was du erreichen kannst, was du mit deinem limitierten Ich erfassen kannst, dass das in dich einsinkt, ja, du kannst es erfassen, es sinkt in dich ein und diese Prozesse sind still, das sind keine Lauten. Diese Prozesse sind immer still. Also schaue, was dich bewegt, was dich berührt, in welches Haus diese Themen der Vision fallen, wo dein Fokus ja, hineinfloatet und dich mitnimmt auf eine Reise in das nächste Jahr 2024. Es ist immer sehr schön, wenn wir diese Fragen, die wir natürlich stellen, wenn wir wissen, mit der Frage kommt automatisch die Antwort, weil es gehört zusammen. Wenn du eine Frage stellst, in welche Richtung, wohin geht es auch in 2024, nachdem jetzt ja das 23 so fast schon abgeschlossen ist, mit dieser Frage ist auch gleichzeitig die Antwort schon vorhanden. Du musst die Antwort gar nicht suchen, du brauchst nur die Frage zu stellen und auf die Zeichen zu achten. Und dieser Neumond, hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, ist von der Abfolge her der vierte Neumond, dieser Schütze-Neumond, der vierte Neumond von 7, die alle auf 20 Grad stattfinden. Also es hat angefangen im Jungfrauzeichen, auf 20 Grad Jungfrau, dann Waage, Skorpion, jetzt Schütze und dann haben wir noch Steinbock, Wassermann und Fisch. Das heißt, alle Planeten und sensitiven Punkte und Hauptachsen, die sich auf 20 Grad befinden, auch in den anderen Zeichen jetzt, da achte mal drauf, dort gibt es immer wieder Impulse jetzt für Neubeginn. Neumond, Neubeginn. Neuer Same, der gesetzt wird in Zusammenhang mit Schütze und Mars kombiniert stark und dann noch im Quadrataspekt zum Fische-Neptun, Folge deiner Vision. Und diese Neumondenergie, wie gesagt, geht jetzt noch 3 weitere Monate hinein bis zum März 2024. Immer wieder Ausrichtung auf den 20 Grad. Ja, 20 Grad. Was hast du auf 20 Grad in deinem Horoskop? Da achte mal drauf und spüre, was dort einschwingt. Immer wieder Neuausrichtung, Neuausrichtung, Neuwerden, Neuwerden. Es ist so schön, wir floaten wirklich hinein in eine ganz neue Zeit. Und 7 Neumonde auf derselben Gradzahl ist dann schon eine sehr klare Ansage, dass wir nicht ausweichen können, sondern dass es immer weitergeht und dass jetzt wirklich große Schritte anstehen. Und die großen Schritte, nur so nebenbei gesagt, der Pluto ist jetzt ja ganz in den letzten Graden im Zeichen Steinbock und wechselt am 21. Januar 2024 dann in das nächste Zeichen Wassermann und ist dann für 9 Monate in Wassermann, für 8 und dann noch kurz im September, Oktober und der halbe November kurz noch rückwärts laufend durch das Steinbockzeichen, um dann nachher ab Mitte November 2024 für 20 Jahre durch das Wassermannzeichen zu wandern. Das heißt, wir haben eine Umkehrung der Energie gegenüber 2023. Jetzt im 2023 war Pluto kurz im Mitte März, dann April und Mai im Zeichen Wassermann und dann wieder zurück in Steinbock, also knapp 3 Monate. Und im nächsten Jahr ist es genau andersrum, ist ja knapp 3 Monate nur noch im Zeichen Steinbock und hauptsächlich
in Wassermann. Und wenn solche Prozesse laufen mit Pluto, die totale Transformation im Zeichen der Regierungsbildung, im Zeichen der großen Verantwortung, können wir davon ausgehen, dass die Regierungspläne oder die Pläne von Regierungen, die bisher liefen und dem sogenannten alten, der alten 3D-Welt angehören, dass die ganz klar, aber ganz klar im 2024 keine Kraft mehr haben. Das heißt, das Schwergewicht verlegt sich von Steinbock, Pluto in Steinbock, hinüber ganz klar in das Zeichen Wassermann. Und Wassermann ist, wie schon so oft gesagt, die Energie von wir sind viele und wir werden immer mehr. Wir sind ja schon Millionen von denjenigen, die die neue Welt erschauen und auch in irgendeiner Art und Weise umsetzen werden. Und diese neue Welt ist eben die kooperierende, liebende, miteinander schöpfende Gemeinschaft, die sich sehr gut vernetzt, aber die vor allem dezentral, und das ist das große Mantra der neuen Zeit, dezentral miteinander unterwegs ist und nicht von einer einzigen zentralen oder zentralistisch geführten Regierungsstruktur. Das heißt, wir haben im 2024 ziemlich viel los und ziemlich viel zu tun, unser Bewusstsein hochzuhalten, als Gemeinschaft der vielen und die Weisheit der vielen wirklich auch zu nutzen und miteinander sich zu organisieren. Also da gibt es noch einiges zu tun, aber das kommt dann alles im neuen Jahr. Was jetzt ganz wichtig ist in der jetzigen Zeit, einerseits Folge deiner Vision und das andere ist der Lichtkörperprozess. Wir haben mit Saturn im Fischezeichen ganz am Anfang jetzt, am Anfang vom Zeichen Fische, eine sehr klare kosmische Einladung, dass alles, was mit subtilen Energien zu tun hat, mit Fische, jetzt eine starke Unterstützung bekommt. Wir hatten mit Saturn seit März diesen Jahres schon das Zeichen Fische aktiviert und ist dann auf 7 Grad Fische, hat er gedreht, ist rückwärts und dann jetzt wieder vorwärts gewandert am 4. November auf 0 Grad Fische. Und Saturn bewegt sich noch durch das Fischezeichen bis Februar 2026 und das ist eindeutig eine ganz starke Veränderung in unserem Bewusstsein, wo es um höhere Schwingungen geht, wo es um Liebesthemen geht, wo es um die Lichtcodes geht, wo es darum geht, dass wir mehr Seelenbewusstsein einschwingen lassen können, auch Neptun in Fische, Saturn in Fische. Und wir haben jetzt im Moment im Dezember 2023 und im ganzen Januar 2024 Saturn im Bereich vom Fixstern Fomalhaut, der sich gerade auf 4 Grad Fische befindet. Also gerade ist noch gut gesagt, die Fixsterne sind ja sehr, sehr, sehr langsam und unglaublich weit draußen und haben eine Bewegungsfrequenz von 1 Grad alle 72 Jahre. Das heißt, sie bewegen sich, aber dadurch, dass sie meistens in einem ganzen Menschenleben sozusagen auf demselben Grad sind, haben wir das Gefühl, dass sie sich nicht bewegen und fix sind. Deswegen nennt man sie eben auch Fixsterne. Fomalhaut ist in der persischen Mythologie derjenige, der als Königsstern gedeutet wurde. Gemeinsam mit Aldebaran, Antares und Regulus, die ein Viereck ergaben, damals ein großes Viereck. Die haben sich mittlerweile auch schon wieder leicht verschoben. Aber dieser Königsstern steht für den spirituellen Heiler. Und Saturn in Konjunktion mit Fomalhaut bis in den Januar hinein im Zeichen Fische, Neptun im Zeichen Fische, auf dem Weg Richtung kosmische Spalte und auf dem Weg Richtung galaktisches Zentrum. Das sind immense, immense kosmische Kräfte, die uns einladen, unsere physischen Körper zu transzendieren. Und du kannst es daran merken, dass vieles leichter wird. Der Lichtkörperprozess, da gibt es ja auch sehr viel Literatur dazu. Viele Menschen haben sich dazu bereits geäußert und es wird ein Thema werden weiterhin. Das heißt, wir transzendieren die dichteren Sphären, die dichteren Realitäten in feinstoffliche Realitäten. Das heißt, für unseren physischen Körper, dass wir gewisse Dinge mit viel mehr Leichtigkeit tun können, auch wenn es vielleicht hier mal zwickt und da mal zwackt, aber dass wir
mit unserem ganzen Instrumentarium, das wir ja sind als Mensch, also als Seele feinstofflich und als Mensch sind wir grobstofflich. Und dieser grobstoffliche Teil, den wir repräsentieren, der jetzt hier auch vor der Kamera sitzt, dieser grobstoffliche Teil wird verfeinert durch einschwingende, stärker einschwingende spirituelle Frequenzen und dann auch noch unter der Regie des Formalhaut des spirituellen Lehrers kann unglaublich viel sich heilend anfühlen in deinem Körpersystem, in deinen Chakren, in deiner ganzen Wahrnehmung, wie du dich wahrnimmst, dass vieles des sehr, sehr Schwere, der schweren und dichten Realität dich nicht mehr interessiert, dich nicht mehr tangiert, dich nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringt, weil du mit dem Lichtkörperprozess in eine andere Realität hineinwächst. Und darauf möchte ich gerne euch sensibilisieren, darauf zu achten. Gerade jetzt bei dem Übergang, ich meine, wir haben jetzt die sogenannte heilige Zeit, jetzt mit dem Weihnachtsfest, wo wir eine kollektive Energie aufbauen, schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir miteinander kollektiv dann das Licht feiern, auch die Rückkehr des Lichtes und dass vieles dann auch anfängt zu ruhen. Und wir haben auch jetzt Richtung Weihnachten eine sehr ruhende Energie, wie gesagt, mit dem großen Drachen, der weiterhin noch am Himmel steht. Und jetzt geht es darum, dass wir lernen, die Muster zu sehen, die Muster um uns herum. Und in dem Moment, wenn wir, wie gesagt, wenn mehr Seele einschwingt, ja, mit diesem Lichtkörperprozess und weniger Dichte da ist, erfassen wir mehr von der Realität. Das kann sich anfühlen wie paranormale Fähigkeiten, die wir anfangen zu entwickeln. Und das wird ein großes Thema werden jetzt die nächsten Jahre, immer mehr und vor allem immer schneller, dass wir viel mehr die physische Dichte durchlichten mit unserem höher schwingenden Bewusstsein. Und das braucht Ruhe, immer wieder. Es braucht innere Ruhe, es braucht einen Fokus, ja, das auch, das wahrnehmen zu können, was im Feld ist. Und wir lösen uns dadurch auch, das kann man sehr gut beobachten, immer mehr von der linearen Zeit. Also du kennst es sicherlich auch, dass du, wir nennen es auch Tagträumen, ja, dass du inzwischen das Gefühl hast, boah, die Zeit dehnt sich. Oder du bist in einer Meditation und denkst, du warst 2 Stunden weg, dabei waren das vielleicht nur 10 Minuten. Also dieses Empfinden von linearer Zeit, in einer Struktur, in einer strukturierten Zeit sich zu befinden, wird mit dieser Phase, mit Saturn, Formalhaut und Neptun im Fischezeichen immer mehr aufgelöst. Bis Februar 2026. Das heißt, die Zeit dehnt sich, ja. Und wenn das Gefühl für die Zeit so langsam transzendiert wird, dann bekommen wir wirklich weitere Informationen aus einem anderen Feld, was immer schon da war, aber was uns wohl nicht so bewusst war, weil wir waren sehr beschäftigt mit dem Blick nach unten in die Materie. Ich merke das immer so, wenn ich jetzt im Sprechen bin, ich muss auf die Uhr schauen, sehe auch hier, meine Uhr läuft auch, dass ich Fixpunkte habe, wo ich sehe, ah, heute ist das Datum, ah, jetzt haben wir die Zeit, okay, und dann bin ich wieder eingespurt. Und man kann sich so helfen, weil wir müssen ja auch in der Realität, in der dichteren Realität gewisse Vereinbarungen dann auch einhalten können, wenn wir sagen, ich komme um 7 in dieses Geschäft oder zu dieser Verabredung. Das heißt, die Dichte und die Zeit, die Wahrnehmung der Zeit wird anfangen, beobachte mal, wird anfangen, sich anders anzufühlen. Ja, und dann frag weiterhin natürlich deine Guides, gell, weil du anfangen kannst, jetzt mit anderen Dimensionen zusammenzuarbeiten, mit anderen Dimensionen. Also achte bitte auf die Muster. Die Muster des Universums sind überall, überall, sogar an den hässlichsten Orten der Welt. Überall finden wir Zeichen. Wir müssen nur darauf achten. Und wenn es die Taube ist, die aufsteigt und du weißt, ah, Taube, ja, schau dir das Symbol an. Wichtig ist, dass wir diese Zeichen beobachten lernen, egal wo wir sind,
und dass wir nicht voreingenommen sind. Ja, nach dem Motto, verstehe ich nicht, oder ist ein Symbol, was etwas verkörpert, was nicht deinem Weltbild entspricht, sondern sei unvoreingenommen. Ja, sei unvoreingenommen, schaue, beobachte, weil diese Zeichen und Symbole, die erscheinen überall, können sehr hilfreich sein, um zu verstehen, wo du jetzt bist und wo du sein solltest. Es gibt nämlich seitens des Universums immer wieder Aufgaben, wo wir hin gerufen werden. Das ist ja das Spannende hier auf unserem Weg in der Evolution. Und wir sehen das ja an den Tierkreiszeichen und an dem, was wir im Universum sehen, an Strömungen. Es kommt von außen, aus der Galaxie kommen die Strömungen herein, die sich durch uns manifestieren werden. Und so bekommen wir immer wieder Zeichen und Einladungen und eben jetzt ganz hochaktuell Visionen, die übermittelt werden, wenn wir uns öffnen, dass wir dann das Feld auch eröffnen können, um zu sehen, ah, da geht es weiter, ah, das ist meine Mission, ah, hier warte ich noch einen Moment, ah, hier bleibe ich in Geduld und in Achtsamkeit. Und so kannst du wunderbar anfangen zu floaten. Wir nennen es ja auch den Flow. Wenn wir im Flow sind, also F-L-O-W, das ist ja ein englisches Wort, was eingedeutscht wurde, wenn du im Flow bist, dann bist du im ständigen Kontakt mit deinem höheren Selbst oder mit deinen Guides, deinen Spirits. Bleibe gerne dran, diese 3 Minuten pro Tag, ob morgens, mittags oder abends, spielt demnach keine Rolle. Das Schöne war an dieser Challenge, dass wir alle miteinander uns verabredet hatten, morgens diese 3 Minuten durchzuführen, uns ganz in Stille in Kontakt zu begeben mit den Guides. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen von Menschen, die sich so freuten, weil sie merkten plötzlich, wow, das sind ja so viele, die miteinander jetzt mit den Guides in Kontakt sind. Und das ist grandios. Also versuche bitte jetzt auch diese Zeit so zu nutzen bis Weihnachten, dass du das versuchst auszubalancieren, ja, dein Alltag, den wir bewältigen müssen, aber eben mit der zunehmenden Göttlichkeit, die einschwingt, das auszubalancieren in deiner gegenwärtigen Realität. Und dann diesen Flow zu entwickeln und wieder hineinzukommen in das fließende Element. Und das wird wichtig im nächsten Jahr, im 2024. Und im 2024 ist es ja so, dass wir gleich am 2. Januar den Merkur, der noch rückwärts läuft, das kommt jetzt noch dazu übrigens, am 13. Dezember, jetzt mit dem Neumond wird Merkur, der Kommunikationsplanet, seine Richtung wechseln auf rückwärts. Und dann sollte man nicht unbedingt ganz wichtige Abmachungen treffen oder Verträge unterzeichnen, weil meistens Informationen, Merkur, zurückgehalten werden oder einfach nicht vorhanden sind oder später erst auftauchen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir jetzt vielleicht Verträge diskutieren, wenn das ein Thema ist, aber dann erst, wenn Merkur wieder vorwärts wandert, ab dem 2. Januar 2024 dann zur Unterschrift schreiten. Und dann noch ein Tipp, der 27. Januar, ich hatte es schon öfter angesprochen, ist der Moment, wo auch Uranus dann noch seine Richtung auf vorwärts drehen wird. Und dann haben wir eine ganz lange Strecke, den ganzen Februar, den ganzen März und dann auch noch den ganzen April, wenn wir den Merkur ausklammern. Alle Planeten laufen vorwärts. Alle Planeten laufen vorwärts. Also dieser kosmische Rückenwind ab 27. Januar ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Der wird vieles unglaublich schnell gehen. Deswegen jetzt ausruhen, innehalten, mit dem rückwärts laufenden Merkur Gespräche führen, die zu führen sind, Aussprachen treffen, aber auch deine Vision folgen, dem Lichtkörperprozess dich hingeben mögen, weiterhin mit deinen Guides unterwegs sein und dann zur Wintersonnenwende werden wir uns dann wieder treffen, wenn du magst, am 21. Dezember und in dieses Portal hinein meditieren, was sich dann öffnet. Ein großes Portal mit vielen wichtigen neuen Informationen. Und dafür ist es wichtig, dass wir still werden. Wir werden also in diese Wände hinein meditieren. Und wenn du nicht dabei sein kannst, kannst du auch gerne dann die Aufzeichnung nachher
abspielen, weil es bleibt auf meinem YouTube-Kanal bestehen, dieser Livestream. In diesem Sinne, heute kurzer Einwurf für alle. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir noch eine sehr schöne, gelingende, ruhige Adventszeit. Und wir machen uns doch parat für ein gelingendes 2024. Und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir jetzt alles Liebe, alles Gute und bleibe leuchtend. Dankeschön. Du kamst genau für diese Inkarnation. Du kamst für eine ganz bestimmte Aufgabe. Du kamst für diese Zeit.